Wertvoll kochen wird präsentiert vom Fränkel Kochclub. Unser heutiger Gast ist Jakob Rittmeier. Ein außergewöhnliches kulinarisches Erlebnis, das ist es, was er seinen Gästen bieten möchte. Das Besondere hierbei ist, dass er als Privatkoch aus jeder Küche und jedem Esszimmer in kürzester Zeit ein Restaurant zaubert. Lassen Sie sich bekochen und kochen Sie einfach gleich mit. Egal ob klassisch französisch, leicht mediterran oder exotisch asiatische Küche. Ich grüße dich, Servus. Schön, dass du da bist. Herzlichen Dank für die Einladung. Wunderbar. Was kochen wir heute zusammen? Wir machen heute handgemachte Pasta. Das heißt mit einer Füllung aus Büffelmozzarella. Wir werden uns also ein Stück weit den Ravioli, Tortellini und so weiter nähern. Okay, dazu schön, gibt's schön, schön. Bella Italia. Bella Italia. Glasierte Poveraden. Jawohl. Und einen weißen Tomatenschaum. Okay, weißer Tomatenschaum, sehr spannend. Wollen wir nachher erklären, wie sowas funktioniert. Eigentlich sehr einfach, sehr banal, aber wie es immer, es kommt natürlich auch auf die Technik an. Super. Und auf die Produkte. Ja klar, das Grundprodukt ist das Allerwichtigste. Genau, wir sind okay. Keine Zauberer. Okay, dann fangen wir mal an. Super. Ganz gemütlich. Genau. Du hast hier ein bisschen was vorbereitet. Soll ich mal einfach mal Nudelteig laufen genau, lassen? Nudelteig mit Semolamehl, das heißt doppelt gemahlenem Hartweizengrieß. Drei Volleier. Genau, drei Volleier einfach. Und viel Eigelb. Einfach mal rein, man sieht viel, viel Eigelb. Klar, gibt natürlich eine schöne Farbe und eine tolle Textur dazu. Spritze Olivenöl, ein bisschen Salz. Spritze Olivenöl, hier ein Schuss Olivenöl, dass es ein bisschen geschmeidig wird. So, sehr schön. Mach ein bisschen Maldon, ein bisschen Meersalz mit rein. Perfekt. Genau, als nächstes, ich mache kurz die Poveraden, das heißt kleine Artischocken. Die turniere ich mir ein bisschen, sodass die am Schluss so ausschauen. Turnieren, muss ich kurz erklären, heißt nichts anderes wie in Form bringen. Also man kann eine Kartoffel turnieren, man kann eine Karotte turnieren. Richtig. Man kann die Nachbarin turnieren, man kann alles Mögliche turnieren. Wenn man einfach viel Zeit hat. Einfach nur in Form bringen. Gut, okay. Perfekt. Und währenddessen würde ich dich bitten, vielleicht den Ansatz für den weißen Tomatenschaum zu machen. Das okay. heißt, einen klaren Sud aus den Tomaten, also. Die ganz einfach achteln, mit ein bisschen Basilikum, Rosmarin, Thymian und Knoblauch anmixen. Jawohl. Ganz leicht anmixen. Jawohl. Und dann hängen wir die einfach in den Sieb und lassen die abtropfen, sodass wir am Schluss den klaren Tomaten. Sodass nur der klare Fond rauskommt, genau. Weil wir wollen ja keinen roten Tomatenschaum, wir wollen einen weißen Tomatenschaum. Habt ihr hier schon mal was vorbereitet? Schön. Zack. Ebenso ein bisschen Knoblauch, können wir ruhig ein bisschen offensiver sein, weil wir passieren das Ganze ja. So viel Knoblauch magst du drin haben? Ja, okay. Können wir gerne machen. Wenn er möchte, kann er es haben. Ja, schön. Erzähl, wie bist du zum Kochen gekommen? Ja, Kochen war schon immer Leidenschaft von mir. Als Kind schon? Als Kind, klar. Okay. Auch mit den Eltern zusammen. Mit den Eltern schon so, einfach gekocht. Da so infiziert geworden, oder? Absolut, absolut. Und dann, während meiner Schullaufbahn mich dann auch dafür entschieden, eine Ausbildung zum Koch zu machen, unabhängig davon, dass ich danach auch noch studieren wollte. Okay. Hab mir die besten Hotels und Restaurants Deutschlands rausgesucht, habe mich beworben und hatte das Glück, in der Traube Thombach anzufangen. Gut, und das ist natürlich ein Ausbildungsbetrieb, wo sich Phone schreibt. Ne? Da war der Herr Wohlfahrt natürlich noch vor genau, Ort, denke ich mal. Ne? Richtig, also war eine sehr intensive harte Zeit. Ausbildung? Harte Zeit, aber ich habe wahnsinnig viel gelernt, sowohl menschlich, fachlich. Also ich würde sofort wieder machen. Die sind das ist ja schon mehr wie eine Akademie, was die da abziehen, oder? So für die Auszubildenden. Ich habe das mal so am Rande ein bisschen mitgekriegt. Also, da geht sehr schon was. Schön. Genau, so war das. Cool. So, also das kann man ruhig alles ein bisschen grob schneiden. Das ist überhaupt nicht schlimm, weil es eigentlich in der Mixer fällt, ein bisschen angemixt wird und fertig. So, war zwei Gläser Rosmarin. Einfach nur, zum ein bisschen das Ganze aromatisieren. Genau. Gell? Prise Zucker, Prise Salz. Jawohl. Und dann war's ansalzen tut denen ganz gut. Dann lassen sie das Wasser natürlich auch besser raus, weil Salz einfach Wasser zieht, das weiß man. So wie wenn sie zu Hause einen Gurkensalat machen und Salz drauf schmeißen, dann liegt es ruckzuck später dann im Saft. Ja, und das wollen wir hier. Wir wollen relativ viel Saft rausbringen. Wunderbar. So, bei dir läuft alles nämlich an. Ein bisschen Thymian, ja. Ein bisschen Zucker, Basilikum. Hast du gesagt.
Genau. Den Zucker da irgendwo rumstehen? Zucker habe ich noch nicht hier. Salz aber hast du hier. Puderzucker reicht auch vollkommen. So, eine Prise drauf, so sieht man das. Und dann jagen wir das mal kurz durch den Mixer. Perfekt. Ich werde mir währenddessen hier die Poveraden mal kurz vornehmen. Die ganz kurz einfach scharf mit Olivenöl ansortieren, ein bisschen Knoblauch dazugeben, ein bisschen Thymian frischen und das Ganze ablöschen mit ein bisschen Weißwein. Nehmen wir hier ein bisschen. So. Du kommst zurecht? Ja, müsste schon fast reichen. Ja, einfach nur ganz kurz ein bisschen anmixen. Schau mal her, reicht dir das? Ja, das ist reicht, perfekt oder? In Ordnung. Also, ja. Kann man mal kurz zeigen, wie das ausschaut. Man sieht hier vielleicht einfach nur grob angemixt, stückelig, das reicht uns. Jetzt gießen wir es hier ins Sieb rein. Also es wird jetzt praktisch wie abgehängt. Und das, was unten rauskommt, der Farbstoff bleibt ganz klar im Tuch, das, was unten rauskommt, dann ist weiß. Das Weiße wird er dann, denke ich mal, mit ein bisschen Creme Fraiche, Creme Double, irgend sowas, ein bisschen genau. Sahne, ein bisschen aufmutieren. Und dann haben wir wirklich einen weißen Schaum, wo phänomenal nach Tomate schmeckt. Und das ist natürlich auch ein cooler Effekt irgendwo. Man liest so Tomate und Weiß und das Hirn kriegt eine andere Meldung. Das ist immer spannend. Ne? Auf jeden Fall so ein schönes Ergebnis. Also da geht ja schon was. Die ganz kurz. Hast du jetzt gleich angebaut, machst du im Ganzen, oder? Genau, ich mach's im Ganzen und nachher werde ich es mir ganz kurz zurechtschneiden, okay. So wie ich es halt hab. Super. Aber das reicht. Ganz kurz. Als Tipp noch, wenn Sie die zu Hause machen, die Poveraden, das ist ein bisschen Arbeit, die Dinger zu schälen. Absolut. Ich meine, er hat es jetzt nicht profimäßig gemacht, er hat sie wirklich toll in Form behalten, das ist nicht einfach. Wenn Sie das zu Hause machen, auch wenn Sie mal so schrumpelig sind, das ist schlimm. Es rendiert sich vom Geschmack, es ist ein tolles Produkt, es hat einen schönen Biss. Kann man nicht mit den Sachen aus der Dose oder aus dem Glas vergleichen. Und mein Tipp noch, wenn Sie am Schälen sind, machen Sie sich ein Zitronenwasser, ausgepresste Zitrone, ein bisschen Wasser rein und tunken Sie die immer wieder ein, weil dann wird sie nicht braun. Weil die sonst über den Sauerstoff, wenn die geschält ist, wird die relativ schnell braun. Und das wollen wir nicht. Einfach schonend mit dem Produkt umgehen. Sehr gut. So, wunderbar. Das läuft alles. Okay. Das läuft ebenso. Perfekt. Passt soweit. Ein bisschen angegossen. Genau. Wunderbar. So, okay. Dann machen wir einen kurzen Break. Sie bleiben dran, wenn es weitergeht, mit Jakob Rittmeier und mit mir. Mit Bella Italia. Bis wunderbar, gleich. Danke. So, liebe Zuschauer, wir sind zurück bei Wertvoll Kochen mit Jakob Rittmeier heute, Ernährungsexperte und Privatkoch. Wo machen wir weiter? Ich würde vorschlagen, Teig ist vorbereitet. Jawohl, Teig ist fertig jetzt. Man sieht es jetzt hier, schöne Kugel geworden, wunderbar. Genau, den haben wir jetzt eine Stunde ziehen lassen. Ja, genau. Einfach, dass der so ein bisschen die Kugel. Ganz wichtig, auch wenn man zu Hause macht oder so, wenn Sie den Teig selber machen, rausnehmen, eine Folie rein, dass der ein bisschen warm hat, ein bisschen schwitzt und dann irgendwo auf die Seite legen. Oder im Kühlschrank auch mal genau. 24 Stunden, dann quillt der einfach nur ein bisschen nach, dass der Kleber nur ein bisschen mehr rauskommt. Wenn der Kleber mehr rauskommt, ist es einfach einfacher, dann lässt sich das Ganze besser ziehen. Das liebe Gluten. Das ist nicht gesund, aber man braucht es, um eine gute Nudel zu machen. Perfekt. Gut, genau. Okay, das lege ich mal dahinter, dann machen wir noch die Nudeln. Genau. Du hast hier noch ein paar Tomaten vorbereitet. Richtig, genau. Und zwar würde ich gerne so ein paar getrocknete Tomaten machen. Man kennt es ja eigentlich, dass man die Tomaten aus dem Glas hat. Ich würde sie gerne frisch machen. Jawohl. Dafür haben wir uns die Schale abgemacht. Abgezogen, einfach im heißen Wasser, kurz genau. Blanchiert, die Schale runtergezogen. Genau, und dann nehmen wir letztlich nur die Filets, haben die leicht mit ein bisschen Puderzucker, Salz und Rosmarin, Thymian gewürzt. Puderzucker einfach aus dem Grund, dass es die Säure ein bisschen bindet, dass die Säure runtergedrückt wird. Und klar, wenn die jetzt in den Ofen kommen, was passiert? Das Wasser geht raus, Geschmack geht hoch. Das ist das, was wir wollen. Alles ein bisschen komprimierter. Schieben wir rein. Genau, super. Lass es ein bisschen trocknen. Und währenddessen mache ich einfach noch die Füllung aus Büffelmozzarella für die Nudeln. Und nebenbei machen wir uns dann noch unseren weißen Tomatenschaum. Da können wir gleich mal zeigen, wie der jetzt rausgekommen ist. Genau, dafür nehme ich mir jetzt einfach den Mozzarella, die Buffala. Und den hacke ich mir ein bisschen klein, den Mozzarella. Am besten auch nicht pürieren oder mixen, weil dann wird er letztlich grisselig. Da so ein bisschen eine Textur einfach auch noch hat, genau. Oder? Das ein bisschen. Genau, man sollte ihn einfach nur nicht mixen, weil dann kriegt man am Schluss so ein grisseliges Ergebnis und das wollen wir eigentlich nicht haben. Und dazu gebe ich einfach, weil es naturbelassen sein soll, ein bisschen Creme Double, damit ich so eine Creme erzeugen kann und binde das Ganze, weil der Mozzarella ja schon sehr, sehr nass ist, mit ein bisschen Parmesan ab. Ja? Also Parmigiano Reggiano natürlich. Erstens mal gibt es einen natürlichen, brutalen Geschmack. Parmesan
ist ein Haufen Fett drin. Das heißt, das ist dein Geschmacksträger in diesem Sinn. Richtig. Plus Binder, weil es trocken ist. Genau. Um diese Flüssigkeit wieder ein bisschen entgegenzuwirken. Richtig. Nennen wir es mal so. Perfekt. Ja, aber ist clever, hört sich gut an. Ne? Wunderbar. Und du nebenher vielleicht ganz kurz noch den weißen Tomatenschaum. Das heißt, oh, da schauen wir jetzt mal rein. Reingucken, wie es sich entwickelt hat. Ganz spannend, man sieht es von oben jetzt nochmal. Machen wir das Ganze mal hoch und drücken mal ein bisschen. Man sieht jetzt hier, da kommt nichts Rotes raus. Das ist wirklich klares Wasser, klares Tomatenwasser. Und das ist das, was wir wollten, dass wir einen perfekten weißen Tomatenschaum bekommen. Drück jetzt auch nur ganz leicht, nicht zu fest, nicht, dass man es der Farbstoff durchdrückt. Jetzt nehmen wir das mal raus. Man sieht es jetzt sehr gut. Das ist einfach eine ganz klare Flüssigkeit, so ganz gleiche Rosé. Aber das sieht man, wenn das noch mit Sahne oder mit Creme Double aufgemixt wird und ein bisschen kalte Butter, ist das wirklich komplett schneeweiß. Das werden wir auch nachher sehen. Und schmeckt natürlich nach Tomate. Das genau, ist das, was wir wollen. Also hier dein Fond für später. Oder bestimmt man irgendwas, was da ganz wichtig ist, auch wenn man das nachkocht, dass man den Tomatenfond am besten nur die Hälfte aufkocht mit ein bisschen Sahne und Creme Double. Ja. Und dann kurz vorm Servieren die restliche frische Flüssigkeit dazu gibt, noch weil sonst geht dazu die Säure da verloren. Ja? Die dass frische, es noch mal mehr Geschmack gibt, ja? Genau, das ist sehr clever. Genau, ja. Also ich kenne es als Suppe, ja. Ich habe es früher mal auf der Speisekarte gehabt, als weiße Tomatenschaumsuppe. Was Feines, gell? Tolles Produkt, im Sommer vor allem. Und einfach auch was, was die Leute nicht kennen, weil wenn sie hören Tomatensuppe, denkt immer jeder gleich Tomate rot. Ne? Aber es geht auch weiß. Perfekt. Wunderbar. Wunderbar. Und apropos Farbe, ein bisschen was Grünes sollten wir auch noch ins Gericht geben. Spargel, oder? Bisschen Spargel. In dem Fall Spargel an den Top. Da haben wir so einen dünnen Thai-Spargel. Thai-Spargel ist, das sagt man, oder? Thai-Spargel genau. Sagt man nochmal dazu. Richtig. Da muss man nicht schälen. Das reicht, wenn man den ein bisschen und ein bisschen abkratzt, sage ich mal so 2 cm oder so. Das reicht. Das ist ein bisschen eine Deko-Geschichte. Schneiden wir ganz leicht schräg an. Dann schaut das Ganze ein bisschen schöner aus. Genau. Und ja. Genau. Und währenddessen noch ein kurzer Hinweis. Die Poveraden haben wir ja ganz kurz ansortiert, abgelöscht mit Weißwein und ein bisschen Brühe. Und letztlich lasse ich mir die jetzt einfach ziehen, bis sie gar sind. Ja. Circa 5 bis 10 Minuten, je nachdem wie groß sie sind. Und dann kann ich sie mir nachher dann dementsprechend noch mal kurz warm schwenken, ein bisschen Butter und eventuell ein bisschen Bärlauch dazu. Genau. Ja, passt auch wunderbar. Super. Wunderbar. Das heißt, die sollen wir mal mit der Pasta so ganz langsam starten? Ja, können wir gerne. Ich vermische nur noch kurz die Füllung. Was wir vorhaben. Mit unserer Pasta. Die Füllung, wie gesagt, sehr puristisch gehalten, weil wir wollen am Schluss diesen leicht auch bitteren, säuerlichen Büffel-Mozzarella-Geschmack haben. Das heißt, mehr als der Parmesan und so eine ganz leichte Note Salz brauchen wir nicht, weil der ist ja schon recht würzig. Aber Purismus passt natürlich nach Italien. Absolut. Der Italiener ist, finde ich, der puristische Koch überhaupt, meiner Meinung nach. Ja. Die machen aus relativ wenig einfach was ganz Tolles. Da muss man nicht immer einen riesen Shishi drumherum machen, wenn das so Grundprodukt top ist. Schön, dass wir uns einig sind. Ist so, gell? Also ich bin auch ein großer Italien-Fan. Ich war schon, keine Ahnung, gefühlt 100 Mal in Italien. Ja. Und ja. Und wo bist du dann da, wenn du in Italien bist? Du, ich bin viel in Piemonte in der Ecke. Mhm. Fahre dann auch gerne ein bisschen Motorrad, so auf 3000 Meter. Ich fahre Enduro. Schön. Gerne in der Toskana. Ein Freund von mir hat in der Toskana eine Finca gekauft. Den besuche ich relativ oft. Dann sind wir dann in die Wälder irgendwo beim Fahren. Und da triffst du dann auf irgendwelche kleine Kneipen mitten im Wald, wo die dann 2 Gerichte anbieten. Aber so geil, aber so lecker, da gibt es halt das, was die machen und fertig. Ja. Und das ist eigentlich schon cool. Das ist schön. Ja, kann ich absolut gut nachvollziehen. Das macht wirklich Laune. Ja, du bist auch viel unterwegs, gell? Auch mit deiner Privatkocherei. Ja, du wirst auch mal gebucht nach Timbuktu, auf Deutsch gesagt. Ja, absolut. Aber klar, das sind natürlich dann die besonderen, speziellen Reisen. Das macht richtig Spaß. Okay. Auch sich da mit den Kunden natürlich auch auszutauschen. Mhm. Sollen wir den mal rüberfahren? Genau. Da müssen wir nur aufpassen, dass... Weißt du brauchst beides, gell? Genau. In dem Fall, oder? Ziehen wir uns den. Dann müssen wir drehen noch. Genau. So, okay. Dann können wir jetzt mal zeigen, wie die Hausfrau. Toll, jetzt bauen wir die Küche mal schnell um. Haben wir auch noch nie gemacht. Finde ich aber sehr cool. Ja, sehr gut. Wenn der Jakob uns schon frische Pasta macht, dann bauen wir sogar die Küche um bei Regio TV. So schaut sie nämlich aus. Perfekt. Sehr schön. So, wunderbar. Füllung haben wir gleich hier drüben. Jawohl. Als erstes, ganz wichtig, den Teig sich ein bisschen andrücken, ja, dass er überhaupt durch die Maschine durchpasst. Ja. Ebenso wichtig. Klar, ich meine, die kannst du halt, keine Ahnung, vielleicht 2 cm aufmachen. Genau, oder? Ja, genau. Ebenso wichtig ist, dass man den auch in unterschiedlichen Stärken durchlässt. Ja, das heißt, also immer schmaler halt. Man genau. Fängt mit der dicken an und dann geht man einfach so Step by Step geht richtig, runter. Ne? Genau. Durch das kriege ich einfach mehr Dehnung rein und mehr Fläche letztendlich. Und Fläche ist ja das, was wir wollen.
Ja. Du gehst runter bis auf wie viel? Ein Millimeter, zwei? Ein, zwei, je nachdem, was wir für Pasta machen. Ne? Machen wir jetzt zum Beispiel Ravioli und dann doppelte Lagen, dann würde ich ein bisschen dünner gehen. Jawohl. Wenn ich jetzt dagegen Tagliatelle oder sowas mache, dann kann ich natürlich sie auch ein bisschen dicker, bisschen dicker sein. Oder eine Pappardelle, ein bisschen dicker und breiter, dass es ein bisschen wuchtiger ist. Schön zum Wildschwein-Ragout in der Toskana, kriegst du an jedem Eck Wildschwein mit Pappardelle. Oh, lecker. Fein. Gut. Nudeln machen ist auf jeden Fall Teamwork und es ist sehr spirituell, finde ich immer. Ich mache das total gerne. Ja? Okay, okay, jetzt wird es spirituell, finde ich super. Das heißt, wir machen es am besten zusammen. Okay. Wenn du den einfach hältst, fangen wir einfach mal an und ziehen den durch. Am Anfang unten so ein bisschen randrücken, dass er überhaupt erstmal so reinkommt. Ja? Dann sehen wir jetzt auch schon, zum einen natürlich das Mehl hat schöne Farbe gegeben, aber eben auch die Menge an Eigelb. Jetzt gehen wir runter wieder ein bisschen. Ne? Gehen wir Stufe runter. Okay. Also so kleine Nudelmaschinen kann man überall kaufen, ne? Absolut. Ist ja gut für einen Haushalt zu Hause. Absolut. Die gibt's auch elektrisch, die Dinger. Da müssen sie nur aufs Knöpfchen drücken, aber... So, Sie merken, der, gut. Der riecht auch gut. Schön lang riecht und ganz groß. Frisch. Übergebe ich an dich. Immer unten ein bisschen Mehl. Drehen wir ein bisschen weiter noch. Perfekt. So, okay. Wir gehen ganz kurz in die Pause. Und dann geht's weiter mit Bella, Bella Italia. Bis gleich. Freu mich drauf. So, nochmal ein herzliches Grüß Gott. Wir sind zurück aus der Pause. Bei den Raviolis, oder? Richtig. Wir haben ein paar unterschiedliche Formen gemacht. Ich würde Ihnen mal eine zeigen, und zwar die Tortellini. Ja? Verhält sich letztlich, der Teig ist derselbe, die Füllung ist dieselbe, aber die Art und Weise, wie wir sie letztlich so hinkriegen, ist ein bisschen anders. Ja? Phänomenal. Das zeigen. Die schauen aus wie, habe ich aus dem Bilderbuch raus. Wie von der Nonna jetzt, aus Italien. Jetzt bitte aufpassen. Macht er echt perfekt. Genau. Gut. Also, wichtig ist, dass man sich eigentlich nur eine Hälfte des Teiges bepinselt mit Eigelb, damit er letztlich ein bisschen besser klebt. Und dann mache ich hier meine Füllung ein bisschen rein. Konzentriere mich natürlich. Gehe in mich. So, für den Ravioli, für den Tortellini mache ich mir sozusagen hier eine halbe Tasche. Wichtig, dass ich die ganze Luft aus der Tortellini rausdrücke, damit sie nachher nicht platzt. Also ich gehe mit dem Finger so leicht rum. Dann kann ich mir das Ganze ausstechen, wie so ein Halbmond. Hopsala. Drück mir das Ganze außen noch mal ein bisschen an. Und bepinsel dann eine Ecke mit ein bisschen Eigelb. Drück leicht hinten rein in meine Füllung. Und jetzt drehe ich die Ravioli, die Tortellini ein. Schau, dass sie unten schön sitzen. Und habe meinen Tortellini. Und für meine anderen Formen gehe ich ähnlich vor. Macht er echt super, du. Alter Falter, du. Das machst du aber zum ersten Mal. Nee, ein paar Mal haben wir es schon gemacht. Ich würde sagen, ein paar Tausend. Sehr schönes Handwerk, muss ich sagen, wirklich. Ist schon lange nicht mehr gesehen in dieser Qualität. Dann habe ich meine Capitelli. Ist das so ein bisschen Italien, dein Steckerpferd? Unter anderem, ja. Unter anderem, ich mag auch diese ganz einfache, klassische Küche. Das ist schon was wirklich Feines und die Italiener machen das einfach phänomenal. Aber ja, wie gesagt, die Produkte sind entscheidend. Sie sind Puristen. Dann brauchst du nicht viel. Das ist nie verkehrt beim Essen. Absolut. So, den letzten noch. Dann haben wir alle drei Formen gezeigt. Der klassische Ravioli. Auch hier. Ich kann übrigens die ganzen, der ganze Teig, der mir jetzt überbleibt, ja, den nehme ich mir natürlich wieder. Poco. Spanisch. Spanisch spreche ich auf jeden Fall flüssig. Italienisch nur wirklich sehr, sehr brüchig und verwechsel viel mit dem Spanischen. Ich habe mal ein Jahr in Spanien gelebt. Ah, okay. Daher ist mir die Sprache im spanischen Sinn hola. Auf jeden Fall. Hola. Hola. Pronto, hola. Internationali. So. Gut, schön. Ravioli, fertig. Also perfekt, Basta. Wunderbar. Ich hole die Tomaten schnell aus dem Ofen. Richtig. Wo wir abgetrocknet haben. Die sind jetzt ein bisschen dunkel geworden, das war keine Absicht, aber ich bin ganz ehrlich, wir haben ein bisschen mit mehr Hitze gearbeitet. Wenn Sie die zu Hause machen, da reichen locker 80 Grad. Also gleich machen wie wir mit dem Puderzucker, ein bisschen Salz, Aromastoff etc. Abtrocknen lassen, 80 Grad, den ganzen Tag im Ofen lassen, passiert nichts. Wir sind wie gesagt ein bisschen höher, weil wir authentisch kochen in der Sendung. Und ja, weil... Passiert einfach, im Besten. Genau, so, okay. Jetzt schauen wir mal schnell ins Vineum. Was unsere, weil Wein muss sein, was unsere Weinprinzessin heute für uns mitgebracht hat.
Der Weintipp wird Ihnen präsentiert von den Winzern am Bodensee. Hallo Robert, wir stehen hier im Vineum Meersburg und haben zu eurer selbstgemachten Pasta mit Büffelmozzarella einen wunderbaren Wein mitgebracht vom Winzerverein Hagnau. Neben mir Achim Schien. Achim, was sagst du denn, macht diesen Wein so besonders zu unserem Essen? Ja, der Bacchus ist einfach eine leichte Bouquet-Sorte. Die passt wunderbar zu so interessanten Gerichten wie diesem Tomatenschaum. Der ist in der Nase, hat da wunderbare Düfte von leichten exotischen Früchten, ein bisschen Maracuja. Und das ganz Tolle ist, er hat eine florale Note, die so an Holunderblüte erinnert. Das macht ihn einfach ganz duftig und begleitet das Gericht garantiert am besten. Das klingt doch hervorragend. Bacchus, Pasta, Basta. So, Jakob, sehr zum Wohl. Nochmal herzlichen Dank, dass du da bist in meiner Sendung. Macht riesig Spaß. Danke dir. Sehr zum Wohl. Cheers. Sehr fein. Passt einfach ein schöner Wein dazu. Vielleicht ein Tick kälter. So als kleine Kritik, aber ansonsten. Alles gut, wunderbar. Wir haben hier ein bisschen Pancetta geschnitten. Pancetta, luftgetrockneter Speck. Einfach dünne Streifen, kommt zu dem Spargel oder zu der Pomeraden mit dazu. Gibt natürlich ein brutales Aroma. Dieser luftgetrocknete Speck habe ich nur in Streifen. Darf ich dir den da schon reinschmeißen? Du darfst mir den gerne reinschmeißen. Wunderbar. Sehr schön. Währenddessen ein bisschen was mit dazu. Versenke ich mal unsere Pasta. Du hast gesagt, die hacken wir noch, deine getrockneten Tomaten, genau, oder? Da willst du wie so ein Kompott noch ein bisschen machen, genau, oder? Genau. Also das sind jetzt unsere Ofentomaten, die hacken wir einfach nur zusammen, dass es einfach ein bisschen wie so ein, ja, ein Kompott gibt. Ein Tomatenkompott. Da setzen wir noch eine schöne Kugel oben drauf. Moment. Es kann nur schmecken. Dann machen wir unsere Poveraden hier noch rein. Raviolis kommen. Salz ist drin. Wir haben ganz normales Salzwasser drin. Ich mache jetzt kein Öl rein, weil er macht keins rein. Ich zu Hause mache Öl rein. Ich finde einfach, es gehört ein bisschen rein, wie ins Badewasser und Schaum reinkürzt, so gehört Olivenöl in meiner Pasta auch ins Wasser. Aber da haben wir uns völlig legitim unterhalten. Die Meinungen gehen auseinander. Super. Okay. So, dann vielleicht, so, wenn du noch dann ziehen wir schnell unseren Tomatenschaum hoch und da können wir eigentlich auch schon gleich anrichten. In unseren Tomatenschaum, sprich unser klaren Tomatenschaum, kommt ein kleines bisschen Sahne rein und ein bisschen kalte Butter. Richtig. Die darüber langen schnell. Selbstverständlich. Das passt auch. Es duftet schon schön nach dem Pancetta, das ist toll. Machen wir ein bisschen Bärlauch noch drauf. Die kalte Butter bindet es einfach uns nochmal ab und macht es ein bisschen cremiger. Okay. Das da hat es auch gleich. Lass mal laufen. Das kann man ausstellen. Wunderbar. Ja, das schäumt schon wunderbar. Das schaut ordentlich aus. Du hast gesagt, du machst nur ein bisschen. Oh, 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 oh. Schmeckt's dir? Oh, 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 oh. Jetzt machen wir noch ein bisschen was von dem frischen Fond dazu. Genau, da haben wir noch ein bisschen diese Säure, die Frische. Da haben wir noch ein bisschen Tomaten. Die Säure mit drin. Die glasieren wir uns noch ganz kurz in ein bisschen Butter. Sagenhaft. Ich kann nur sagen, sagenhaft. So, du kannst anrichten. Richtig. Wir sind soweit. Vielleicht, wenn du es noch schaffst, ja, so eine Nocke hier zu formen. Jawohl. Tomatenkompott, das wäre klasse. So, schau her, mein Freund. Ich danke dir von Herzen. Wunderbar, bitteschön. So. Dann richten wir dieses puristische, schöne Gericht doch mal an. Nehmen uns die schönen Spargelspitzen. So, du kriegst schon nur eine wunderschöne Tomatennocke von mir. Herzlichen Dank. Aus diesen Ofentomaten. Oder so, wunderbar. Eine wunderschöne Nocke, die kann ich noch on the top setzen. Ein Traum. Können wir mal so probieren. Ah, das schmeckt gut mit den Röststoffen. Ich fand das nicht schlecht. Ist auch wirklich nicht schlecht. Also, es geht auch heiß, ne? So, Poveraden drauf. Perfekt. So, und jetzt machen wir hier so eine kleine Kombi aus den Tortellini. Machst du ein Dreierlei, ne? Genau, machen wir das so. Dreierlei handgemachte Pasta. Also, super. Ein Ravioli. Wunderbar. Einen drauf, das noch drauf und dann den sind Capitelli. Wir dann auch schon fertig. Wunderbar. Okay. So, perfekt. Ein bisschen Basilikum, wenn du noch hast. Jawohl. Gerne. Ein paar Spitzen von frischen Büffelmozzarella. Den setzen wir noch on the top. Wunderbar. Ja, jetzt wird es sehr schick. Super. Traumhaft. 100. Gemeinschaftsobjekt. Absolut.
So, liebe Zuschauer, wir sind am Ende von unserer Sendung. Ich finde es phänomenal, ein dreierlei hausgemachte Pasta bei Wertvoll kochen. Wir verabschieden uns aus dem Küchenstudio. Nochmals vielen Dank, Jakob. Ich denke, es war sehr schön, auch nachzuvollziehen, wie man es zu Hause machen kann. Es ist wirklich nicht schwer. So was kriegen Sie nicht jeden Tag. Vielen Dank. Bis bald. Merci. Schaut super aus. Liebe Zuschauer, das nächste Mal bei Wertvoll kochen zaubert Daniel Thüran vom Barbarossa in Konstanz Kalb, Apfel und Krebs. Seien Sie gespannt, es wird wahnsinnig interessant. Bis dahin, wir freuen uns.